Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Es ist wieder Masters of the Universe Zeit bei mir, denn ich habe hier für euch den Squeeze. Ja, den Squeeze wollte ich euch noch zeigen. Ja, den habe ich damals in der Gruppe vom lieben Toni gewonnen. Die Gruppe ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, Toy Hunters Germany. Und das ist ein Gewinn von myactionfigures.de. Ich habe den Namen jetzt hier tatsächlich nicht. Aber auch die verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank nochmal. Ja, tolle Sache. Und den möchte ich euch natürlich dann auch noch zeigen. Nicht? Machen wir es kurz. Ihr kennt das, ja. Die Optik hier mit dem Schlangendingens und auf der Rückseite ein wunderbares, schönes Motiv. Ja, bisschen Cross-Sell und so weiter und so fort. Ich quatsch gar nicht lang. Ich pack den jetzt aus. Ja, und da haben wir den Squeeze auch schon ausgepackt. Ja. Fasst sich gut an. Ich mag die Struktur hier auf den Armen. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Ja, dann muss man natürlich bemerken, dass es hier nur neue Teile gibt. Hier ist, glaube ich, kein Teil recycelt worden von irgendeiner anderen Figur. Das ist also ein komplett neuer Mold. Das finde ich natürlich auch ziemlich cool. Ja, und dann schauen wir uns hier mal den Kopf an. Ja, ist dem Vintage-Vorbild sehr nah, muss man sagen. Also diese Figur sieht wirklich aus wie die Vintage-Figur. Ne? Klar, farblich ein bisschen anders, aber sonst ist das doch sehr, sehr ähnlich. Ja. Kann man mögen, muss man aber nicht mögen. Ich finde, die Figur sieht vom Kopf eher aus wie, ja, weiß ich nicht. Das ist, was soll ich sagen? Ja, egal. Ja, die Arme sind sehr, sehr schön. Es sind Bendy-Arme. Man kann sie schön Bendy-mäßig bewegen, in verschiedene Positionen bringen. Aber sie sind halt auch einfach extrem lang. Ne? Dadurch wird die Figur natürlich so ein bisschen oberkörperlastig und kippt dann auch gerne mal um. Da muss man dann schon so die richtige Pose machen. Er hat natürlich übergroße, krasse Hände, die man übrigens auch wunderbar bewegen kann. Insgesamt schon schick. Ich finde die Farben klasse. Ja, und ich mag das auch mit dem Schlangensymbol hier auf dem Brustpanzer, der ja auch eher so, ja, weiß ich nicht, das klingt wie 80er Jahre Aerobic, wenn ich das hier so sehe. Das hat so Vibes. Ja. Ich weiß auch nicht so genau. Schauen wir mal auf die Beweglichkeit. Er kann natürlich den Kopf bewegen in alle Richtungen. Ne? Einen langen Hals hat er nicht. Das ist dann für andere Snakemen vorgesehen. Mund kann er nicht bewegen. Ja, du kannst die Arme bewegen. Allerdings nicht hoch und runter, sondern nur nach vorne und nach hinten. Also du hast hier kein weiteres Gelenk drin. Das heißt, du kannst die Arme nicht runter machen, wenn ich das richtig sehe. Modular sind die Figuren aber. Das heißt, du kannst das abnehmen. Da können wir auch nochmal gucken. Nein, da ist kein weiteres Gelenk dran. Das heißt, ich kann die Arme hier nicht hoch und runter klappen, sondern nur biegen in alle Richtungen, wie ich das möchte. Das geht. Ja, du hast eine Drehung im Handgelenk drin. Und jetzt sitzt die Hand auch wieder richtig fest. Und du kannst die Hand natürlich ein bisschen kippen. Das geht hier auch. Alles möglich. Ja, dasselbe natürlich für den anderen Arm. Auch der ist genauso beweglich. Du hast eine Hüftartikulation und man kann die Figur natürlich auch an der Hüfte hier auseinandernehmen. Ja, und könnte dann den Unterkörper zum Beispiel für eine andere Figur verwenden. Du kannst die Beine spreizen, kannst die Beine kaum nach hinten machen. Kannst die Beine so weit nach vorne machen. Das ist hier auch ein bisschen gehindert durch die Rüstung. Du hast ein Kniegelenk. Zumindest in der Theorie. Das ist hier sehr, sehr steif. Du kannst es aber auch drehen hier oben. Dann hast du noch einen Bootcut und natürlich hier den Swivel unten am Fuß. Das geht auch. Und du kannst den Fuß nach vorne und nach hinten machen. Ja, und die Fußgelenke sind bei so einer kopflastigen Figur natürlich dann auch ja, sehr stark belastet. Na, man kann das natürlich so hinstellen, dass man das so ein bisschen die Hände unten abstellt. Dann geht's, ja. Er sieht halt schon echt schräg aus. Aber er hat auch ein bisschen Zubehör mit dabei. Zum einen diesen Zettel, den zeige ich euch ja sonst eigentlich irgendwie nicht, wo man sieht, was man da alles abnehmen kann und was halt modular ist an der Figur. Dann ist da dieses Comic-Heft mit dabei. Das habe ich in der Form so auch noch gar nicht, weil ich aus der Wave keine anderen Figuren besitze. Von daher natürlich sehr cool. Und ich finde, hier auf dem Cover sieht Squeeze richtig cool aus. Ja? Der Kopf gefällt mir richtig gut. Erinnert mich so ein bisschen an den Lizard von Marvel. Ja. Comic wie immer natürlich ohne jede Sprechblase. Das heißt, man erfährt über die Geschichte eigentlich faktisch nichts, sondern hat nur schöne Bilder zum Anschauen. Ja, das sieht natürlich immer gut aus, aber ich würde es schöner finden, wenn sie da tatsächlich Sprechblasen drin hätten. Ja, auch wenn es dann die englische Variante wäre. Aber mir würde es tatsächlich gut gefallen, wenn sie es so machen würden. Aber ja, ich freue mich trotzdem, weil das Heft fehlt mir noch in der Sammlung. Ja, und dann ist da noch dieser, ja, Schlangenstab mit dabei. Der sieht natürlich auch ganz witzig aus. Ist, denke ich, auch dem Vintage Vorbild nachempfunden. Ja, und den kann man ihm dann einfach so in die Hand drücken. Das funktioniert. Ja, hier oben kann er den ganz gut festhalten. Das funktioniert. Ansonsten, ja, wenn du es an anderer Stelle versuchst, da hält er das dann nicht mehr ganz so gut. Ja, das ist dann ziemlich locker. Aber hier oben geht's. Da kann er den dann festhalten. Und dann, ja, weiß ich nicht,
Sieht so aus, als wäre es jetzt so eine Wasserspritzpistole irgendwie. Das ist ganz witzig. Ja. Eine äußerst seltsame Masters-Figur, mit der ich persönlich auch keinerlei nostalgische Gefühle verbinde. Ich habe den Charakter hier damals nicht besessen. Und er ist vom Design her auch so seltsam und merkwürdig, dass ich nicht unbedingt super begeistert bin. Hätte ich den jetzt nicht bei diesem Giveaway gewonnen, ja, dass ich übrigens sehr dankbar bin, also vielen, vielen Dank nochmal an alle Beteiligten, dann hätte ich mir den nicht in die Sammlung geholt. So ist er jetzt da. Ja, es ist ein witziger Charakter, aber mit Sicherheit keiner meiner Lieblinge von den Masters-Charakteren. Das muss man ganz klar so sagen. Ja, also, wenn ihr einen Squeeze unbedingt haben wollt, weil ihr mehr Snake Man braucht, ist das natürlich legitim. Die Figur hat auch komplett neue Teile. Das ist natürlich auch super. Hier ist nichts irgendwie recycelt worden. Von daher ist das natürlich eine feine Sache. Ja, fürs Mixing and Matching ist das dann natürlich ziemlich cool. Aber ja, ich weiß es nicht. Ich finde das mit den langen Armen übertrieben und von daher werde ich mit der Figur nicht so richtig warm. Die werdet ihr dann in Zukunft vielleicht da hinten im Regal sehen. Ja, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht steht sie so weit, dass ihr es nicht sehen könnt. Da steht ja noch der Rechner davor. Mal gucken. Ja, das war's von mir an dieser Stelle. Abo, Daumen, Kommentare, Benachrichtigungsglocke. Ihr kennt das Spielchen. Habt ihr Squeeze gekauft? Ja, und wenn ja, gefällt er euch oder ist das eher nicht so euer Charakter? Schreibt's mir gerne in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Was ist denn los? Ach so, das Ende vom Video. Ha. Ja, da oben, da gibt's ein Video von Mike, das könnt ihr euch angucken. Da unten ist eine Playlist, da könnt ihr auch mal reinschauen. Und da drüben, ja, da sind so ein paar andere Kanäle zum Abonnieren. Ja, das war's jetzt. Tschüss.